Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu RimWorld, liebe Freunde. Wer ist wieder mit dabei? Ihr seid wieder mit dabei. Und natürlich ist Konsti mit dabei, oder? Ach ja, ich fege gerade einen Boden, Alter. Doc ist mit dabei. Betten, 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 drei Latten rechts, vier Latten links und ein weiches Mittelding. Matratze nenne ich es mal. Ja, sie erforscht die Betten, liebe Freunde. Das dauert aber noch ein bisschen was. Und Oppi ist natürlich auch dabei. Freunde, ich sterbe hier. Ich werde sterben. Ich habe keinen Bock mehr. Er hat keinen Bock mehr. Er ist wirklich nah dran am Kollaps. Aber jetzt wird hier erstmal ein bisschen aufgeräumt. So, ja. Was machen wir jetzt? Wir brauchen einen Gemeinschaftsraum irgendwie. Dann machen wir jetzt mal einfach erstmal neben das Lager. Würde ich sagen. So, den müssen wir auch schön machen. Das heißt, hier können wir auch direkt die Wand wegmachen und die auch. Ja, das reicht erstmal. Überfall? Nein! Jetzt schon? Alter, fuck. Der hat doch noch eine Knarre. Baumeister. Er kann aber überhaupt nicht kämpfen, der Kerl. Kann ja gar nichts. Ja, da müssen wir natürlich gleich dran. Oppi und Konsti, die müssen versuchen, ihn zu killen. Ja, die brauchen so lange für die Bergarbeiten, ne? Unfassbar. Und der Typ, bleibt er hier unten? Warum bleibt er hier unten? Man kann dieses Brummen mal aufhören. Wir haben immer noch natürlich hier dieses psychische Brummen, was hier den Oppi komplett fertig macht. Und dann noch mit der kombiniert mit der hässlichen Umgebung würde er vielleicht bald nicht nur Tiere töten, sondern Konsti oder Doc. Das ist natürlich dann schlecht. Startet ihren Angriff. Na, komm doch. Komm doch. Oh, Platter. Ah, das Brummen hat aufgehört. Na, immerhin. Alter, knallen weg, ey. Zack! Oppi tötet den Baumeister, nicht Braumeister. Einen Braumeister würden wir natürlich nicht töten. So, da liegt jetzt hier natürlich rum. Jetzt müssen wir natürlich sehen, dass wir den wegklöppeln. Da brauchen wir mal eine Zone. Und zwar eine. Ja, eine Abfallzone. Die ich mal gerade hier hin mache einfach. Und da wird Leichen, genau. Leichen werden da hingetan. Menschliche und Tierleichen. Alles klar. Brocken nicht. Kleidung nicht. Waffen nicht. Einfach nur das Zeug hier muss da hin. Und zwar sehr schnell bitte. Das hier sieht ja nicht schön aus, wie der Ifrit hier liegt. Doc, du kannst das mal machen. Ifrit. Fragen. Zusammenbruch, Verwirrung. Konsti Bergmann hatte einen Zusammenbruch und geht verwirrt umher. Ach, jetzt das auch noch, ey. Was hat Oppi? Eine Quetschung. Eine Quetschung. Ein Bruch? Er hat einen Beckenbruch? Eieiei, laufen mich, geht das wieder gut hier. Ja, ist übergeschnappt, Konsti. Was ist denn da los? Was ist denn das Problem? Was ist das hier eigentlich? Ich finde es kollabiert. Hässliche Umgebung ist immer noch ein Riesenproblem. Ja, dann müsst ihr halt mal weitermachen hier. Immer noch? Du bist doch jetzt in einem recht hübschen Raum. Sollten wir ihn verarzten? Wer ist denn unser Arzt? Ist doch auch Doc, oder? Medizin 14, ja.
mach das mal. Wir verarzen den mal ein bisschen. Ich hab wirklich nicht mehr so viel Essen, ne? Ich glaube, den Raum teilen wir hier, den wir jetzt bauen. In Küche und Gemeinschaftsraum. Wie lange brauchen die denn, ey, für die scheiß Betten? Ich glaube, dass wir sterben werden früh. Ich habe falsch angefangen. Ich dachte, man könnte sich hier reingraben und dann Betten bauen und alles gut. Nix. Boah, Konsti, nerv doch nicht rum jetzt. Geh in dein Bett. Doc ist die Einzige, die hier klarkommt, offensichtlich. Tja, die rennt hier immer rum, weiter. Weiß ich nicht, da muss der Oppi ran. Boah, ist jetzt gut mit deinem mit deiner Verwirrtheit. Das nervt doch nur rum. Oh Gott, ey, was soll ich denn dagegen tun? Ich muss jetzt erstmal irgendwas bauen. Ein Herd. Elektrischer Herd bringt gar nichts. Wir brauchen natürlich erstmal so ein Herd. So. Und vielleicht sollte ich hier einfach mal eine Tür reinbauen. Strukturtür da. Weil dann ist das drinnen, oder? Jetzt ist das die ganze Zeit draußen. Das macht natürlich keinen Sinn. Ich kann mit Konsti nichts tun. Die ist komplett übergeschnappt. Und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Sehr müde, sehr hungrig. Ja, dann iss was und geh schlafen. Nervt. Ich dachte, die geht jetzt mal pennen. Nö. Was geht denn jetzt ab? Fucking Tornado, ey, den habe ich auch noch nicht gesehen. Eine Schneise der Verwüstung, ey, ach du Scheiße. Zum Glück sind wir hier in einem Berg drin. Hier kann er doch nichts kaputt machen, oder? Was ist das denn für ein Mist? Wer ist unser Koch? Wer kann kochen? Bisschen kann Oppi kochen, aber gar keine Materialien. Wir können Büsche, Alter, es geht auch hier rein, oder was? Euer Ernst. Das kann doch nicht im Berg toben, das Ding. Das ist aber arg unrealistisch. Sonst jagt den gleich. Eieieiei. Leute, ey. Sturm, Tornado. Wir haben voll viel Stahl einfach. Wir haben richtig viel Stahl. Ey. Konsti, ne, du gehst mir richtig auf den Sack. Kannst du jetzt bitte irgendwas tun? Der Tornado ist weg, gut. Erschöpfung, Konsti. Ja, bist du selber schuld. Jetzt müsstest du gleich irgendwann umkippen eigentlich. Oder was? Man weiß es nicht. Man weiß nicht, was sie tut. Alter, wie lange die Betten brauchen, ne? Das wird noch ein paar Folgen gehen. So, jetzt ist sie zusammengebrochen. Aber wenigstens schläft sie jetzt mal. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob Oppi den Truthahn mit dem Nahkampf jagen sollte, tatsächlich.
Ich glaube, der macht schon Damage. Das heißt, wir müssen, wenn, Konsti dahin schicken. Die sich jetzt aber erstmal ausschläft. Dann warten wir mal ab. Die muss halt gleich mal essen. Wir haben halt nicht mehr viel Essen. Wir brauchen halt irgendwelche Sachen. Hoppy, du musst mal irgendwas holen. Nee, hier nicht da. Kann der nicht. Kann der nicht. Doc. Warte mal. Ich muss es, glaube ich, mit Befehlen machen. Pflanzen entfernen. Ernten. Die sollen mal geerntet werden hier. Wer kann denn das? Mach das mal auf. Wir müssen irgendwie Überlebensrationen herstellen. Und sie pennt immer noch. Ey, Hoppy, mach weiter. Was ist denn Hoppy, 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 Jagen, Bauen, Feldarbeit? Ist er doch auf 1. Oh, Bergbau mal auf 2. Der soll jetzt erstmal hier die ganze Scheiße da machen. Schneidern, warum? Verstehe ich nicht. Gehört das nicht zu Feldarbeit? Zu was gehört das denn? Waldarbeit vielleicht? Ah ja, es scheint Waldarbeit zu sein. Gut. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel Beeren. Beeren kann man da bestimmt auch kochen. Konsti ist wieder unter den Lebenden. Ja, iss mal was jetzt. So, was macht sie jetzt? Schaut den Wolken zu. Ja, das Bessere ist, hast du nicht zu tun, oder was? Was gibt das denn hier? Oh. Foltermedizin. Naja. So. Jetzt müsstest du eigentlich wieder abbauen gehen. Ach Gott. Wir sollen mal hier die Tür bauen, damit das mal drinne ist. So, Konsti liegt da ein bisschen rum. Ist jetzt nur noch gestresst, immerhin. So, wir haben hier eine Tür. Vorratskapsel. Alter, da liegt einfach Gold. Wenn auch nicht viel, immerhin etwas. So, die Tür ist fertig. Ist das jetzt hier immer noch drinnen? Draußen? Nee, oder? Das ist doch jetzt drin. Denke ich mir. Wo steht das? Arbeitsgeschwindigkeit 100%. Also wird wahrscheinlich drinnen sein jetzt. Die Forschung wird jetzt auch ein bisschen schneller gehen, weil das, glaube ich, auch drinnen schneller geht. Und Konsti arbeitet auch wieder mit. Na, immerhin. Immerhin. So, dann werden wir gleich die Wände hier einziehen, Boden dahin hämmern. Wobei wir nicht mehr so viel Holz haben. Wir müssen halt auch Holz hacken. Befehle, Holz hacken. So. Müsste Oppi jetzt machen gehen, ja. Der alte Waldschrat, der Oppi. Der kriegt das hin. Zack, zack, zack. So, Konsti macht hier auch einen guten Job. Bald seid ihr fertig hiermit. Und das Bettending geht auch mal langsam weiter. Bald aber die Hälfte. Ach so. Ja. Das ist natürlich jetzt problematisch. Wir müssen die Sachen hier mal reintragen. Warte mal. Transport. Konsti und Oppi. Wir machen alles mal auf 2 gerade. Dann müssen die scheiß Beeren da reinkriegen. So. Und dann müssen wir was kochen. Es wird Zeit. Wir haben nur noch eine Ration über. Und das sollte natürlich nicht sein. Warte mal, hier muss ich doch Aufgaben... warte mal. Koche einfache Mahlzeit. So, 20 Stück.
Der bringt Tatze endlich mal weg. Dass die weg ist, das ist schon mal nicht schlecht. Kann Konsti auch kochen? 2. Nicht sehr gut. Und Doc? 5. Dann lassen wir die mal kochen. Jetzt isst die da die Bären einfach so, oder was? Da jetzt. Aha! Sie kocht was. Juhu! Das ist unser... Ja gut, das ist gut. Ein paar einfache Mahlzeiten. Wahrscheinlich einfach nur irgendwie Bärengelee. Keine Ahnung. Ist auch wurscht. Was, wo ist... Wo ist Konsti? Was tut sie? Trägt Hase tot zur Abfallzone. Ja, das war jetzt wichtig, Konsti. Ernsthaft. Jetzt geh pennen. Freunde, ey. So, warte mal. Jetzt können wir das Transportding ist jetzt, glaube ich, erstmal fertig. Hier sind, glaube ich, nur noch ein paar Bären. Bergbau 1, Bergbau 1. So, Doc kocht. Die ganzen Bären noch fertig. Aber zumindest für heute erstmal wieder genug Nahrung. So. Die verrottet natürlich, das ist das Problem. Verdirbt in 3 Tagen, aber bis dahin ist es eh gegessen. Spannungsmöglichkeiten benötigt. Ja, kommt gleich. Machen wir hier in unseren Gemeinschaftsraum. So. Okay, that's it. Dann mal gerade Strukturen, Wand. Hier eine Wand rein. Gold. Ja, das können wir mal holen. Das ist gut. Und Konsti soll es jetzt mal konstruieren hier. Bauen. Hat sie doch auf 1. Gut. Müsste sie jetzt gleich tun. Da geht's los. Ja, Gott, was ist denn jetzt schon wieder? Oppi! Das ist schon wieder dein scheiß Problem, ey. Ja, da, hier ist doch gar nicht so. Kommt vor, ja. Kommt vor, kommt vor, kommt vor. Kommt vor. So. Wir bauen hier einen Sessel rein und so einen Scheiß, glaube ich. Wobei, den Sessel können wir gar nicht bauen, weil wir keinen Stoff haben, ne? Wir müssen uns weiterhin um Nahrung kümmern. Sind hier noch Beeren? Da. Beeren, Beeren, Beeren. Was ist das hier? Das sind normale Büsche. Da wächst nichts. Na gut, dann werden wir die hier noch. Befehle ernten. Jetzt nicht so viele. Hier kannst du echt viel jagen. Also wir haben hier viele Tiere. Aber da muss man aufpassen, ne? So, Konsti. Mach das erstmal ready hier. Und dann kommt hier auch mal ein Boden rein. Boden glätten. Was bedeutet das? Markiert raue Steinböden, die geglättet werden sollen. Nee, hier soll einfach ein Holzboden rein. Okay, ey. Er frisst schon wieder die Bären, anstatt sie hier abzulegen. Naja. Muss er wissen. Es ist natürlich alles spannend, ne? Muss man mal sagen. Wir hier mal auf den grünen 2 kommen. Betten gehen immer noch weiter voran. Mittlerweile 375 von 700. Also über die Hälfte haben wir. Immerhin.
Alter, was das an Holz braucht, ne? Die haben hier schon alles abgeholzt. Oppi hat hier schon ordentlich zugeschlagen. Trotzdem wird es eng. Aber immerhin ist der Raum bald fertig. Ach so, warte mal, hier fehlt noch eine Wand. So. Gut, der Oppi ist gut, der bringt auch die Bären direkt mit. Das ist eine sehr gute Entscheidung von ihm gewesen. Und ich sehe, dass die Folge schon wieder zu Ende ist. Ihr habt ja gemerkt, 2 Folgen diese Woche habe ich geschafft. Ich hoffe, ihr seid damit einigermaßen zufrieden. Und ja, ich sage dann jetzt erstmal, machen wir hier mal auf Pause, sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich habe Spaß und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Ich bin auf jeden Fall mit dabei. Wenn es hier weitergeht mit RimWorld in der, warte mal, wie hieß es jetzt nochmal, wo wir sind? Scheiße, da wollte ich doch gar nicht hin. Wo sehe ich das nochmal, wie das hier heißt? Colobosso, Dosso oder so? Ich hab's vergessen. Forschung, Welt, Geschichte, Fraktionen? Man weiß es nicht genau. Irgendwo wird's stehen. Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal hier bei RimWorld. Euer Brilli.